Herzlich willkommen auf meinem Kanal Herbstblüte. Ja, und heute geht es um den Einsatz der menschlichen Stimme und weil es ein sehr wichtiges Instrument ist in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Und dafür habe ich mir eine Expertin eingeladen, nämlich Peggy Hoffmann. Ich begrüße dich sehr herzlich, liebe Peggy. Großartig, dass du da bist. Und ja, stell dich doch am besten vor. Ich weiß, dass du Schauspielerin bist, schon seit 25 Jahren, glaube ich. Aber du kannst da bestimmt noch viel, viel mehr dazu sagen. Genau, ich bin jetzt 56 Jahre alt und habe vor diesen 25 Jahren, um da nochmal zurückzugehen, ich war Assistant Financial Controller, Financial Analyst, und zwar in London, auch in Frankreich, und habe damals unter vielen Männern, nur Männern, ich war die einzige Frau, musste ich männlich agieren. Und das hat mich sehr krank gemacht und das hat mich dorthin wiedergebracht, was ich schon immer in meiner Jugend machen wollte, nämlich die Schauspielausbildung, Puppentheaterausbildung, Theaterpädagogenausbildung und. Und hätte ich mein Wissen damals mit 22, 23, 27, 28 gewusst, dann wäre ich wahrscheinlich immer noch auf dem Finanzparkett zu Hause. Und so bin ich das nicht mehr, was mich auch sehr glücklich macht. Genau, und diese Verbindung, ich habe erst mit der Schauspielausbildung kennengelernt, gewusst, welche Macht in uns steckt und wie wir das rausbringen können, was uns ausmacht. Denn im Schauspiel geht es ja nicht darum, jemanden oder etwas zu spielen, sondern jemanden oder etwas zu sein. Und was ich dafür brauche, das ist ein Ausdruck, der ankommt, der einen Eindruck macht. Und zwar im besten Fall einen lang nachhaltigen, angenehmen, wahren, echten. Ah, du weißt schon, was ich meine. Genau. Ja, ich finde das großartig, was du gerade gesagt hast. Das ist eigentlich wirklich der Unterschied, glaube ich, zwischen guten und einem schlechten Schauspieler. Der Schauspieler, der soll nicht schauspielen, sondern er soll da reinwachsen. Der soll ja, glaube ich, richtig in die Rolle hineinschlüpfen. Ja. Genau, ja. Gut, jetzt geht es heute aber um die Stimme. Du warst so unter so vielen Männern aktiv gewesen und da ist es sicher auch nicht einfach, als Frau sich durchzusetzen, dass man gehört wird. Und das Problem haben auch viele Ältere, dass sie das Gefühl haben, ach, da hört mir ja keiner zu oder wie setze ich mich überhaupt durch? Ich habe das Gefühl, man nimmt mich nicht wahr. Was kann ich tun, um das zu verbessern? Genau, da hole ich aus, dass Stimme letztendlich, wo die Stimme sich bildet, wo sich dieser Ausdruck bildet. Und die Stimme ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ich verändere die Stimme. Es ist nämlich so, warum kam ich damals vielleicht nicht so stark an? Das liegt daran, dass Frauen insgesamt kürzere Stimmbänder haben, einen kleineren Kehlkopf und dass sie damit einen nicht so tiefen Ton haben. Und einen Ton, der nicht so nachklingt. Jetzt kannst du dir das vorstellen wie mit einer großen Orgelpfeife in der Kirche und einer kleinen Orgelpfeife. Ja. Die kleine Orgelpfeife, die sorgt für gute Stimmung, aber die große Orgelpfeife, die sorgt dafür, dass der Ton nachklingt und dass du so ein besonderes Gefühl hast für diese Musik. Und es ist nicht so, dass ich sage, dass wir alles auf einmal haben. Es ist nur, wir benutzen, wenn wir jetzt ein Klavier wären, benutzen wir vielleicht nur die mittleren Tasten. Ja. Und ich habe jetzt gerade mal für mich, die ich ja noch 56 bin und vielleicht noch 50 Jahre vor mir habe. Und ich möchte, dass diese 50 Jahre, die ich vor mir habe, dass mein Innerstes
immer zu jeder Zeit rauskommen kann. Ja, und zwar echt und genau denjenigen, diejenige erreicht, für die es geschaffen ist. Dass wir immer in Dialog sind, das wünsche ich mir bis 106. Und dazu habe ich folgende Metapher gleich mal mitgebracht. Also letztendlich sind wir, also wir sind ja keine kleinen Glocken mehr. Also alle, die so viel Erfahrung haben, die so viel schon Wissen angehäuft haben und so viel Freud und Leid erfahren haben, sage ich mal, und auch verschiedene Ausbildungen hinter sich haben. Ich meine, mittlerweile ist es ja so, wenn man 60 ist, dann ist es nicht so, dass man nur eine Ausbildung gehabt hat. Dann ist man nicht mehr so eine kleine Glocke, sondern man ist eine große Glocke. Eine große Glocke, die, wenn wir uns diese großen Glocken vorstellen, dann klingen die weit und breit. Und jetzt ist es in der Realität allerdings so, dass im Laufe der Jahre ich vielleicht meine Stimme ein bisschen wegbekommen habe. Es ist so, dass die Stimmbänder mit der Zeit porös werden, meine Atmung verändert sich. Und dazu möchte ich jetzt mal hinausfügen, dass die Stimme, also mein Ausdruck, nicht nur die Stimme, sondern mein Ausdruck, wie ich jemanden ja erreichen kann und ankommen kann, aus drei Summanden besteht. Und zwar das erste ist mein Körper. Ja, ohne Körper geht gar nichts. Also ich erinnere an die Orgelpfeife, die braucht einen Körper, umsonst die Glocke braucht einen Körper, um klingen zu können. Und wir haben auch einen Körper. Das sollten wir wirklich nicht unterschätzen. Und der zweite Summand ist die Luft. Ja. Und jedes Instrument funktioniert mit einem Körper und einer Luft. Und jetzt haben wir Menschen noch einen dritten Summanden, das ist das Bewusstsein, nennen wir es mal Geist oder Bewusstsein. Und dadurch, dass das diese drei Summanden sind, kann es gut sein, dass der dritte Summand uns häufig, wie sagt man das? Also, dass der uns da reinspielt in einer Form, die uns nicht stärker macht. Oh, was denken jetzt die Jungen? Ah, ich kenne mich im Internet gar nicht so aus. Ah, genau. Ich kriege das gerade so Problem hin mit dem Zoom. Ja. Oder und das ist ein Summand, das ist ja Assoziativgesetz. Ja. Das ist dann, dieser Summand verändert auch automatisch die Körperhaltung und verändert automatisch den Atem. Ja. Und dann kommt hinten etwas Dünneres, Flacheres raus, was mir überhaupt nicht entspricht, was auch nicht meinem Wissen entspricht und was so schnell redet, dass es so schnell verklungen ist, wie es gesprochen ist, weil kein Nachklang da ist. Im schlimmsten Fall dann noch mit geschlossenem Mund am Ende des Satzes. Genau. Das habe ich mal von dir gehört. Das habe ich nicht immer. Aber man arbeitet an sich, ja. Ja. Ja, wir Menschen sind ja Entwicklungsmenschen. Ja. Wir haben uns entwickelt. Im besten Fall sind wir Entwicklungsmenschen. Und zwar bis zum letzten Atemzug. Ja, das stimmt. Und da bin ich bei dem wichtigsten Thema im Alter. Es kann sein, dass ich durch Unsicherheit, durch gelebtes Leben, durch Angst, durch irgendein Gefühl, was ja wieder dieses Bewusstsein ist, dass das automatisch meinen Atem kürzer hat werden lassen. Wir wissen selbst das Sprichwort, hab einen langen Atem. Ja. Der oder diejenige, die einen langen Atem hat, siegt. Es ist so. Okay. Und so sind wir noch genauso in dieser, sag ich mal, ich will nicht sagen Neandertaler-Welt, aber wir reagieren unbewusst auf den Ton, der da rauskommt. Der Ton macht die Musik.
Der Ton setzt vor, ob ich dem Inhalt vertraue oder nicht. Da sind die Worte völlig egal. Völlig egal. Ja, das habe ich mal gehört, ja, dass es ganz viel Gestik, Mimik ist, und das, was gesagt wird, ist das Wenigste. Also, das 10% dann, sagt man, ja, ne? Es gab nur 7% oder so. Ja, ja auch, genau. Ja. Ja. Das heißt, ich überlege mir, was ich sage, und dann gehe ich schon auf ein Parkett, das mich ausrutschen lässt. Also wenn wir das Bewusstsein mit diesen Überlegen, wenn wir es schaffen, da zu sagen, okay, wir legen das mal beiseite und ich achte nur auf eine Sache zurzeit, eine Sache. Und diese Sache könnte sein, dass ich prinzipiell doppelt so lange ausatme wie einatme. Genau. Weil, ja, jetzt mal so vorgemacht, ja, also ja, wenn ich immer wieder schneller Luft hole und mein Luftrhythmus, dann ist mein Atemsprechrhythmus ein anderer. Und dann habt ihr einen anderen Eindruck von mir, weil ich etwas anderes ausdrücke. Ich bin der Meinung, dass ich schneller, öfter Luft holen müsste und atme, habe dann einen sogenannten schnellen Atemsprechrhythmus, der dazu kommt, dass man mir nicht mehr so gut folgen kann und dass mein Eindruck bei euch vielleicht nicht mehr so kompetent sein kann. Genau. Also kommt es sehr stark darauf an, auf das Atmen, richtig einatmen, aber auch lange ausatmen. Ja, also kurz, also sagen wir, auf 4 einatmen und auf 8 ausatmen. Ne? Ja, genau. Du weißt es schon. Das wäre jetzt das, was ich gesagt habe. Wenn sich erstmal so, wenn wir so irgendwo links gehen, dass ich selber zähle, wie lange brauche ich denn immer zum Einatmen? Ja. Ja, und wenn ich dann innerlich zähle, ah ja. Und bei 4 stoppt es. Es kann auch sein, dass es viel kürzer ist. Es gibt genügend gerade Menschen, wir, je älter wir werden, desto mehr wollen wir eigentlich das noch anbringen, oder desto mehr wollen wir doch noch unser Wissen in die Welt bringen. Das ist doch auch dein Thema mit der Herbstblüte. Und dann kann es sein, dass ich mich vorbeuge, was auch meine Atmung übrigens ganz stark verringert, wenn ich mich vorbeuge, dann habe ich prinzipiell weniger Luft zum Ausatmen. Ich werde viel schneller im Ausatmen und damit wird mein Ton auch schneller, meine Sprache schneller, meine Worte schneller und ich werde nicht so schnell gehört, weil es schnell verklingt. Genau. Genau, glaube, und dieses... Genau, ja, wo ja sehr viele, glaube ich, ein Problem haben, dass sie zu flach atmen. Ja, man fängt ja, man, viele sitzen und sie denken gar nicht dran, dass sie eigentlich mehr Bauchatmung machen sollten. Ja, habe ich das so richtig in Erinnerung? Ja, ja, also die Übung am Anfang, dieses mal so auf seinen Atem zu hören, ist schon gut, wenn ich das im Liegen machen kann. Weil dann kann ich meine Hände auf den Bauch legen und mal so merken, bewegt sich der Bauch oder bewegt sich der Bauch gar nicht? Ja. Und wenn er sich gar nicht bewegt, ist dann noch mehr Luft nach oben, beziehungsweise in diesem Fall nach unten. Warum das Ganze? Damit ich mehr Ausdruck habe auf meiner Klaviatur. Damit ich auch die tiefen Töne der Souveränität, der Sicherheit, der Gelassenheit automatisch spielen kann. Ja. Erstmal ist es nur eine Übung. Ja. Aber das ist so wie beim Führerschein machen. Ich mache das so häufig, wie ich das kann. Und wenn ich das jetzt eine Woche gemacht habe mit diesen 8-4, dass ich sage, okay, ich versuche 4 Sekunden einzuatmen und dann 8 Sekunden auszuatmen. Und ich setze mir so, 4 bis 5 Erinnerungen am Tag. Ja, vielleicht in meinen Kalender. Vielleicht habe ich irgendwo einen Kalender hängen und da ist eine Erinnerung oder ein Post-it-Zettel.
Oder wenn ich ein Outlook habe, dann ein Outlook als Erinnerungsanker. Oder wenn ich ein Smartphone habe, dann kann ich mir auch einen Wecker stellen. Ja. Also so, dass ich immer wieder im Alltag dran erinnert werde und dann, ah ja. Und dann setzt sich das automatisch, diese Atmung, in mein, ich nenne das oder wir nennen das, Körpergedächtnis. Ah, und wenn es im Körpergedächtnis ist, dann ist es eine etwas Automatisches. Ja. Dann ist es so, wie wir, wenn wir Auto fahren, wir nicht mehr überlegen, mit welchem Fuß wir jetzt auf die Kupplung treten und mit welchem Fuß wir auf die Bremse treten. Wir wissen es gar nicht. Es passiert automatisch. Genau. Und das ist wirklich etwas, ich habe viele Klienten gerade auch, die gerade, wenn ich älter werde, so eine kehlige Stimme haben, weil die Stimme nach oben kommt. Und das hat immer etwas mit der Atmung zu tun. Immer. Ja. Und danach, also ich habe mal hier, ich mache ja immer Tonaufnahmen und ich zeige das mal. Also wir haben hier eine Tonaufnahme von einer vorher. Ja, Stimme, ganz, also genau der gleiche Text, 15 Sekunden nach. Und ich habe praktisch den gleichen Text, 15 Sekunden von einer Klientin, dann, und du siehst, das ist viel ausdrucksstärker. Ja. Es macht viel mehr Eindruck. Ja. Und ohne, und es ist sogar lauter, ohne laut zu sein. Ja. Weißt du gerade, was ich sagen möchte? Rutscht die Stimme damit auch weiter runter, ja, weil das ist sehr wichtig. So helle Stimmen, den mag man eigentlich gar nicht so gerne zuhören, ja. Und wenn die Stimme tiefer ist, sonoriger, dann hört man eher zu. Ja, hört man eher den Männern zu, weil sie einfach eine tiefere Stimme haben, ja. Genau, genau. Und deshalb kann, also mit Verlaub gesagt, manchmal die Männer haben da einen Geschlechtsbonus, einen Vorschuss. Ein Vorteil in dem, also die haben da einfach einen Vorschuss, weil die könnten sagen, jetzt durch meinen Stimmladen läuft gerade ein rosa, pink, blau gepunkteter Elefant. Ja. Und das würden sie in einer sonoren Stimme sagen und man wäre ein bisschen irritiert. Aber wenn ich sage, also jetzt durch meinen Stimmladen, da läuft gerade so ein rosa, pink, ihr wisst schon, punktierter Elefant, ja, dann würden alle lachen und würden es sowieso nicht für ernst nehmen. Und das hat ja, also das war jetzt ein Quatschinhalt, aber wenn ich jetzt ein Inhalt sage, wie wenn ich an meiner Stimme arbeite und wirklich mit Lust und Freude dran gehe und meinen Ausdruck finde und mit, sagen wir, 5 Minuten Übung und zwar wirklich 30 Tage lang, das immer mal wieder probiere oder immer mal wieder da etwas ausprobiere, und dann kommt die Gelassenheit, die Ruhe, die Stille und die Entscheidungsfreudigkeit und noch viel mehr in mein Leben. Und verändert mein Leben. Da brauche ich gar nicht so viel Yoga oder so. Ja. Das ist sowas wie, ja, ich würde sagen, Yoga für meinen Ausdruck. Und dann komme ich in dieses, genau. Ja, wunderbar. Peggy, also ich finde das ganz toll, wie du das so darstellst. Manchmal hat man ja auch so eine raue Stimme. Was kann man da tun dagegen? Ah. Das ist so meine Frage. Also das Erste, was man auf keinen Fall und was wir bestimmt schon alle mal genommen haben, ist Eukalyptus. Ja. Eukalyptus macht die Stimmbänder porös. Ah. Jeder sagt, Eukalyptus ist gut für den Rachen und macht den Rachen frei. Das kann gut sein. Aber in dem Moment, wenn es auf die Stimmbänder geht, dann ist es sowas wie Waschpulver. Ja. Weißt du, Waschpulver für die Stimmbänder. Und dadurch, dass unsere Stimmbänder ja schon ein bisschen älter sind, sollten sie geschont werden. Und die brauchen Honig, wir haben auch rohe Eier, muss man aber nicht mögen.
Und die brauchen diese Pastillen, Islamos oder was es da alles so gibt, ja. Also, oder Ricola, das ist jetzt alles, aber solche Sachen braucht es. Ja, also wir machen und, grundsätzlich keine Werbung, sondern es ist nur so eine Idee. Also genau. Wir wollen hier keinerlei Werbung absetzen, sondern nur sagen, sich um diese Pastillen. Genau, so Pastillen aus der Apotheke, die man sich besorgen kann, ja. Genau. Und da gibt es und keine kann auch beraten lassen vom Apotheker. Genau. Und keine Bonbons. Also Bonbons geht auch auf die Stimmbänder. Ja. Also das ist das eine. Das ist dieses, wenn die Stimme rau ist, ist letztendlich immer Honig gut und nie Milch, um Gottes Willen, nie Milch, verschleimt die Stimmbänder und hilft überhaupt nicht. Genau. Und ich hab zu Hause im Garten habe ich Salbei. Also ich gurgel regelmäßig mit Salbei. Salbei, auch kein Salbei-Tee, den man runterschluckt, weil dann schluckt man diese Bakterien und so schluckt man runter. Das heißt wirklich gurgeln, ausspucken. Genau. Und dann hat man hier gleich auch wieder was geschaffen, dass man hier frei wird. Genau. Und gut. Ja, das ist es so. Ja, also es gibt noch vieles mehr, aber das ist ja schon mal etwas. Gut, prima. Peggy, was möchtest du unseren Zuschauerinnen noch auf den Weg geben? So eine Message, was sie tun können, mal abgesehen davon, dass ich gerne deine Angebote dann unter dem Video platziere. Und es geht eigentlich nur darum, was hast du noch denen so zu sagen, vielleicht so vereinfacht? Wir brauchen nicht höher, weiter, besser. Wir brauchen im Alter auch nicht die zigtausendste Fortbildung. Ja. Alles, was meines Erachtens wichtig ist, dass wir unseren Ausdruck stärken, tagtäglich. Und wenn wir uns auf so eine Abenteuerreise nach innen wieder einlassen, dass ich wieder in eine andere Atmung komme, dann komme ich zu mir. Und wenn wir alle mehr bei uns sind, ich bin ja auch bald so eine Uldi, oder wie auch immer, oder Silver Ager oder wie du es immer nennst. Also irgendwo dritter Lebensabschnitt oder wie auch immer, das ist so schwer zu definieren, ja. Ja. Und wenn ich meinen Atem so hinbekomme, dass ich so stark im Ausatmen bin, kommen mir die richtigen Ideen zur richtigen Zeit. Ich habe genug Ruhe und Gelassenheit. Und das bei einem Kaffee irgendwo in der Stadt oder bei einem Cappuccino, dann gerade die Begegnung kommt, die wertvoll ist für mein aktuelles professionelles Tun. Also ich brauche nicht dieses höher, weiter, besser. Hier noch ein E-Mail-Marketing und hier noch ein automatisiertes dies und das. Also wenn mir das nicht entspricht, wenn mir das als 60 oder 70 oder 80-Jährige nicht entspricht, dann mache ich das nicht. Genau. Und dann kommt durch diese Atmung kommt meine eigene Wahrheit raus und ich bin ganz anders im Dialog. Und das ist was ganz Wunderbares. Finde ich ganz toll, und auf, wie du das sagst, ja. Weil dann haben wir eine befriedetere Welt. Dann haben wir die Welt, die wir uns alle wünschen und auch die Welt, die sich unsere Kinder wünschen. Das da kriege ich Gänsehaut. Das finde ich wunderbare Schlussworte. Ganz, ganz großartige Schlussworte. Also, du bietest auch Kurse an, ja. Also, die findet man dann unter dem Video, ja. Und ansonsten, möchte ich mich bei dir sehr, sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, dass dir ein bisschen Spaß gemacht hat und dass auch den Zuschauern und Zuschauerinnen Spaß gemacht hat. Und vielen, vielen Dank und ich sage dir Tschüss und
Ja, bis demnächst. Tschüss. Ja, tschüss, alles Gute. Ebenfalls wünsche ich dir auch alles, alles Gute. Tschüss.